Die größte Filmindustrie der Welt ist bekanntlich in Indien beheimatet. Bollywood produziert jährlich rund doppelt so viel für die Leinwand wie Hollywood. Doch nicht nur unzählige Hindi-Filme haben die Studios in Mumbai hervorgebracht, sondern auch eine einzigartige Kinoplakatkunst. Dieses unterschätzte Genre lässt das Buch The Art of Bollywood hochleben. Es vereint kunstvoll gestaltete Plakate wie dieses, jedes ein Unikat, jeder Pinselstrich von Hand gefertigt. Diese Bilder prägten jahrzehntelang das Gesicht indischer Megacities, doch nun steht die alte Tradition kurz vor dem Aussterben. Wir haben den letzten Plakatkünstler aufgespürt. Die letzten Retuschen nach einer Woche Arbeit. Vom letzten Maler in einer langen Tradition. Abdul Rehman ist der Einzige, der überhaupt noch fürs indische Kino arbeitet. Donnerstagabend, 23 Uhr. Ein schäbiges Quartier im Osten Mumbais. Ein unbedeutendes Kino, aber eines, das aus Respekt vor der Geschichte an der handgemalten Filmwerbung festhält und dem 63-Jährigen einen Halbtagesjob verschafft. In einem Monat male ich 4 Plakate. Zählen Sie selbst, wie viele das sind in 12 Monaten und wie viele in 50 Jahren. Seit 1960 arbeite ich für dieses Kino. Viele Bilder habe ich gemalt. Zu viele. Man kommt auf 2400. Und kein einziges hat überlebt. Eine Woche später sind sie übermalt. Wegwerfkunst. Abdul Rehman lebt in einem einfachen Quartier. Mit seiner Frau und den 3 erwachsenen Kindern bewohnt er ein bescheidenes Haus mit 2 Räumen. Nachts dient der obere Raum als Schlafzimmer, tagsüber als Atelier. Abdul Rehman hat sein Metier vom Vater gelernt, der auch schon Maler war. Mein berühmtes und liebstes Bild, Mother India. Ich habe es mindestens 1000 Mal gemalt. Mother India gehört zu den ganz großen Klassikern des indischen Films und wurde unzählige Male von den verschiedensten Plakatkünstlern neu interpretiert. Abdul Rehmans Spezialität? Man sieht das Gesicht von Nargis, der Hauptdarstellerin, 2 Mal. Jeder Künstler hat seinen Stil. 2 Mal die Nargis, das siehst du sonst nirgends. Kein visuelles Konzept, keine konzentrierten Werbeauftritte, sondern viel Freiheit für den Maler. Manchmal wollten die Auftraggeber gar nur die Skizzen sehen. Er war einer der erfolgreichsten, Suresh Sandal. In seinen Plakaten spiegelt sich Indiens Kinogeschichte. Übrig davon sind nur noch die Fotos. Als junger Maler kam er in den 60er Jahren nach Mumbai und lernte sein Handwerk bei den damals führenden Plakatkünstlern. 1975 wurde er zum Unternehmer. 20 Jahre lang hatte er sein eigenes Studio. In der Hochblüte der 70er und 80er Jahre beschäftigte er 25 Angestellte. Jeden Monat verließen 200 bis 300 Plakate verschiedenster Größe die Werkstatt. Ich malte jeweils das Original. Dann erklärte ich meinen Angestellten, warum wähle ich blaue Farbe? Warum mische ich Gelb mit Blau? Warum will ich Kontrast? Dann kopierten sie das Bild. Tagsüber begleitete ich sie dabei. Nachts gab ich den Bildern meinen Schliff. Weil jeder hat einen individuellen, ganz persönlichen Pinselstrich. Der Film Sholay ist Kult in Indien. Wie fast alle Hindi-Filme bietet er etwas von allem. Liebe, Gewalt, Komödie, Drama und viel Musik. Dosti, hum nahi todenge.
1975 gemacht, ist er bis heute der einträglichste indische Film aller Zeiten. Einträglich auch für die, die sich den Auftrag für die Plakatierung sichern konnten. Suresh Sandal hatte nicht nur die wichtigen Produzenten als Kunden, sondern auch die großen Schauspielstars, die sich durch seine Darstellung geschmeichelt fühlten. Feroz Khan sagte, Suresh Sandal soll das Plakat für meinen Film machen. Devanand sagte das Gleiche. Und auch Sanjay Khan sagte, Suresh Sandal soll für mich arbeiten. Die Stars sind andere. Aber noch immer ist Mumbai Filmstadt. Kein individueller Pinselstrich. Stattdessen sind Art Directors, Fotografen und Stylisten am Werk. Die exzentrische Bilderwelt von früher ist austauschbarer, seelenloser geworden. Die Zeit der Plakatmaler vorbei. Aber nein, hier oben geht's weiter. Auf 700 Quadratmetern kommt die Bollywood-Malerei zu neuer Blüte. Atul Dodia gehört zu den renommiertesten Künstlern Indiens. Geboren in Mumbai, hat er indisches Kino quasi mit der Muttermilch aufgesogen. Und schon als Kind hat er seine Liebe zur Plakatmalerei entdeckt. Irgendwann hat er angefangen, das, was die sogenannte seriöse Kunstszene als billigen Kitsch verschrie, ernst zu nehmen und weiterzuentwickeln. Pablo Picasso, sei Dank. Er hat so viele Dinge in so unterschiedlicher Art gemacht, dass ich dachte, mein Gott, er ist so ein Genie in seiner Vielfalt und ich bin ein Niemand. Warum sollte ich Angst haben? Ein Niemand ist er längst nicht mehr. Viele seiner Arbeiten sind ernst, politisch. Erholen tut er sich dann mit Bollywood. Es gibt so viel Tod, Zerfall, Gewalt. Wenn ich mich viel damit auseinandersetze, brauche ich Ferien. Und dann mache ich sowas. Für mich ist das Genuss. Genuss notabene, der sich bar auszahlt. Atul Dodias Werke verkaufen sich für sechsstellige Beträge. In Dollar wohlverstanden. Suresh Sandal hält sich heute mit privaten Aufträgen über Wasser und gibt dabei sein Können dem Sohn weiter. Liebhaber der klassischen Plakatmalerei sind heute allerdings mehr im Ausland zu Hause als in Indien. Dieses Bild wird bald in einem französischen Büro hängen. Statt eines großen Studios das eigene Wohnzimmer. Es geht auch so. Aber das Straßenbild Mumbais macht Suresh Sandal traurig. Wenn Sie heute die Filmplakate anschauen, was geht Ihnen da durch den Kopf? Es tut mir weh. Um sein Gehalt aufzubessern, versucht auch Abdul Rehman, kleinere Bilder direkt zu verkaufen. Ein schwieriges Pflaster, dieser Markt. Früher begegnete man uns mit Respekt. Heute male ich auch Porträts von Unternehmern oder von Politikern. Sie sagen einfach, mach und bring es mir. Es gibt keinen Respekt mehr. Noch gibt es ein Kino, das Abdul Rehmans Kunst Respekt zollt. Einer Kunst, die mitgeholfen hat, die erfolgreichste Filmindustrie der Welt groß zu machen. Jedes Detail dieser Kunst in Ruhe studieren können Sie im Buch The Art of Bollywood.